Mein Name ist Thomas Spieker und ich bin der Chief Digital Officer der Stadt Aarhus. Als CDO der Stadt Aarhus bin ich zum einen Ansprechpartner für die Bürgermeisterin, für den Verwaltungsvorstand und die politischen Vertreterinnen und Vertreter. Auf der anderen Seite führe ich zahlreiche Digitalisierungsprojekte mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus durch. Als CDO teilt sich meine Aufgabe in zwei Aufgabengebiete auf. Zum einen wollen wir das Rathaus digitaler gestalten. Wir wollen das Angebot an digitalen Dienstleistungen, wie zum Beispiel das Eintragen in die Interessenliste für Grundstücke, digitaler gestalten. Des Weiteren führen wir die elektronische Akte ein und wir bilden gerade Digitallotsinnen und Digitallotsen aus, damit das Rathaus in Zukunft noch kompetenter und digitaler wird. Das andere Aufgabengebiet ist das Thema Smart City. Es gibt ja hier im Stadtgebiet schon einige digitale und coole Möglichkeiten. Wir wollen das aber noch weiter ausbauen. Dazu arbeiten wir mit vielen Unternehmen und Organisationen hier im Stadtgebiet zusammen. Wir haben auch in der Corona-Krise gemerkt, dass wir alle zunehmend mobiler arbeiten müssen und wollen und eben auch aus dem Homeoffice. Dazu tagt im Rathaus auch eine Arbeitsgruppe Mobiles Arbeiten, wo wir uns genau mit diesem Thema beschäftigen. Wie sieht das Rathaus in Zukunft aus? Wie verändert sich das Arbeiten im Rathaus? Und welche technischen und organisatorischen Vorkehrungen müssen wir treffen, damit wir zunehmend mobiler arbeiten können? Ja, die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass wir bei der Digitalisierung noch Luft nach oben haben. Ich möchte gerne als CDO dazu beitragen, dass wir in Zukunft digitaler werden und mehr digitale Angebote schaffen. Falls ihr selbst Ideen habt und Anregungen, meldet euch gerne bei mir.